Es ist wieder Unboxing-Zeit. Mille Fiori im Glanz der Lagune. Von Schmidt-Spiele. Hallo, hier sind die Hausis Tanja. Thorsten. Und natürlich Familie Enterich. Ja, wir haben wieder was zum Auspacken. Ein großes, schweres Päckchen, was hier vor uns liegt. Ja, einmal mit dem Messer einschneiden, die Folie, Ich gebe ihm damit, eine Deckung. genau, damit die nicht mehr so reflektiert. Ja, wir haben das Spiel ja schon. Ja, gesehen auf der Spielmesse und da freuen wir uns ja besonders drauf. Und ich habe erst eine, ja, eine kurze Einführung in den Spielregeln gehabt, aber ja, gespielt habe ich es noch nicht und ich bin total gespannt. Du bestimmt auch, ne? Ja, es sah zumindest vom Material ja schon mal her sehr aufregend aus. Ja, also hier haben wir den Karton von vorne, von der Seite. Und natürlich, wie immer, zeigen wir euch das auch von hinten. Kann natürlich sein, dass es jetzt ein bisschen reflektiert, aber das ist normal. Und ja, der Karton ist schon so ein bisschen, da hat so ein Firnis drauf. Und ein bisschen Da angeraut. schnapp ich mich schon mal hier. Das ist nämlich die Anleitung. Genau. Wir sind in Summe, fangen wir mal kurz hinten an, alles Deutsch. 11 Seiten, ja, mit der Rückseite 12 Seiten. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Spielbrett an. Das ist nicht erschrecken. Es ist bunt und sehr viel ist drauf abgebildet. Aber alles hat seine Richtigkeit, alles hat seinen Platz, wie immer. Ja, so sieht er aus. Möchtest du auch mal sehen, bestimmt, Ja, ich ne? habe es ja noch nicht so gesehen wie du, ne? Stimmt, du hast das ja noch nicht gesehen. Und hier ist, das ist natürlich die Zählleiste, haben wir hier. Und ja, hier haben wir die verschiedenen Viele Einsatzmöglichkeiten. rautenförmige Flächen. Genau, so, den legen wir einmal zur Seite. Dann kommt jetzt nämlich als nächstes hier, was hier drin ist. Hier der Karton von innen. Und ja, hier sind dann erstmal ein paar Tüten. Und noch mehr Tüten mit, ja, das sollen dann ja diese Glassteine sein. Oh, ich habe hier Schiffe und Figuren. Ja, genau, Schiffe sind auch da drin. Und hier, das sind verschiedene Gläser, sollen das darstellen in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier einmal lila, die ganze Tüte. Und hier haben wir jetzt, was ist das, orange? Ich habe hier scheinbar die Spielfarben in oder Spielerfarben, Spielerinnenfarben. Rot, lila, orange und grün. Genau. Jeweils eine Figur. Sieht so ein bisschen aus wie bei so einem Schach oder sowas. So ein Bauer. Und ein Schiff. Ein Master. Ja, schön, ne? Hat so ein bisschen was. Da muss man direkt an so eine, ja, an so eine Glasstadt halt denken. Hier haben wir das noch mal in Rot passend. Und hier noch mal Tüten. Das gleiche auch hier nochmal in grün, im wahrsten Sinne des Wortes. Rauten in grün. Die fühlen sich sogar auch relativ schwer an, ne? Ja. Und auch keine Kanten, nix. Also, ja, sieht gut aus. Fühlt sich auch gut an. Es ist ungewohnt, dass wir nichts zum Auspöppeln haben hier. Stimmt. Das ist total ungewohnt. Hier haben wir jetzt verschiedene Karten. Und ja, hier sind verschiedene Motive drauf. Und jede Karte hat wieder irgendeine Bedeutung. Aber wie gesagt, ich habe da nur so eine kurze Einführung gekriegt, wie es funktioniert. Eine grobe Erklärung könnte ich jetzt noch nicht wieder hier darstellen. Also muss ich mir auch in Ruhe alles nochmal anschauen. Sind auf jeden Fall interessant, die Karten. Es sind kleine Karten. Und ja, das war's auch schon, ne? Das war das, was wir auspacken. Wir werden uns das jetzt in Ruhe anschauen. Und euch werden wir natürlich davon berichten. Das Spiel soll ja richtig gut sein. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal. Die Hausis, Tanja Thorsten. und Familie Enterich. Tschüss! Tschüss.